Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Dienstag, dem 8. Juni 2021. Ja, in dieser Woche tut sich unterm Strich, muss man sagen, bislang nicht wirklich viel. Wir sehen auf Wochensicht einen kleinen Kursrückgang von 0,33%. Zwischenzeitlich gab es auch ein neues Rekordhoch mit 15.732 Punkten. Für mich ist und bleibt allerdings ein wenig die Lage, ja, ein wenig träge, muss ich doch sagen. Denn seitdem wir die Marke von 15,5 erreicht haben, sehen wir ja mehr oder weniger das Spiel, ja, dass man ein bisschen versucht hat, jetzt Dynamik weiter zu verschaffen, aber so richtige Ausbruchsstimmung kommt dann nicht auf. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben die Wall Street auch ein wenig unentschlossen einhergeht und ja auch irgendwo auf der Stelle tappt und nicht so richtig eine klare Richtung findet. Und ich bin eben nun gespannt, wie lange es noch dauern wird, bis wir hier eine Entscheidung sehen. Wie Sie wissen, ich erwarte rund 1000 Punkte mindestens nach unten. Ein Ziel eben in diesem Bereich von rund 14,6, vielleicht sogar 14,2, aber so in etwa 14,6, das wäre das erste Ziel. Dementsprechend habe ich auch hier eine Trading-Idee eröffnet und setze eben auf einen fallenden DAX in den kommenden Wochen, vielleicht sogar gar Monaten. Entscheidend könnte auch eben sein, der große Verfall, der uns hier noch im Monat Juni bevorsteht. Aber man sollte jetzt auch keineswegs gleich in pure Skeptik verfallen, denn natürlich ist der DAX charttechnisch gesehen noch oberhalb von 13,5, schließlich in einem guten Umfeld, aber man sieht eben, dass einfach Anschlusskäufer auf diesem Niveau fehlen, was auch irgendwo einfach nachvollziehbar ist. Natürlich nicht jeder Ausbruch kann in dem Tempo immer weiter gekauft werden. Eine andere Frage ist, ob die Deutsche Bank noch weiter gekauft wird. Denn die Aktie kann zwar jetzt konstant eigentlich eine wundervolle Aufwärtsbewegung hier vollziehen, muss man sagen. Das sieht übergeordnet gar nicht so schlecht aus. Natürlich vergessen Sie bitte nie, wir können einmal kurz auch beispielsweise hier in den langfristigen Chart gehen. Da sehen Sie, die Deutsche Bank kommt von rund 85. Also das sieht immer dann doch besser aus, als es ist. Und somit ist das Ganze ja noch immer nur ein kleines bisschen hier von einer zuvor erfolgten riesigen Abwärtsbewegung, was man hier gerade kompensiert. Und ich gehe eben davon aus, dass der nächste horizontale wieder schon im Bereich von rund 13,20 Euro in etwa das Ende sein könnte dieser Aufwärtsbewegung und zunächst einmal auch eine etwas deutlichere Kurskorrektur erfolgt. Mindestens zumindest in diesem Bereich von ca. 10,30 Euro. Das wäre auf jeden Fall eine angemessene Kurskorrektur. Es könnte sogar in diesem Bereich von rund 10 Euro bis 9,80 Euro führen. Wie gesagt, ich spreche hier nun von übergeordneter Ausrichtung, außer eben die Deutsche Bank bricht nachhaltig dynamisch über die Marke von 13,20 Euro aus. In diesem Sinne einen schönen Abend nun und bis morgen früh mit dem Blick auf die Wall Street und natürlich auch hier schwerpunkttechnisch mit dem Blick auf den Technologieindex Nasdaq, wo ebenfalls eine Trading-Idee aktiv ist. Morgen früh gibt es mal ein kleines Update auch hier zur Strategie, also unbedingt vorbeischauen.